Im letzten Video haben wir darüber gesprochen, wie wir überhaupt mit negativen Zahlen rechnen und umgehen, wie wir als Ergebnis negative Zahlen erhalten und so weiter. Und heute will ich dir zeigen, wie du negative Zahlen addierst und subtrahierst, beziehungsweise abziehst. Also das wollen wir einfach nochmal im Detail besprechen mit vielen kleinen Übungen. Und am Anfang machen wir nochmal eine kurze Wiederholung, also wie du dich, denke ich, erinnerst, wenn wir auf unserem Zahlenstrahl, machen wir mal hier 1, 2, 3, 4, der geht immer weiter nach rechts, und wir haben aber auch eben hier die negativen Zahlen, minus 1, minus 2, minus 3 und so weiter. Und wenn wir jetzt zum Beispiel 2 plus 2 rechnen, ja, fangen wir bei der 2 an und dann gehen wir 2 nach rechts, 1, 2, erhalten hier die 4, also Addition, wir gehen immer nach rechts auf dem Zahlenstrahl. Und bei der Subtraktion, zum Beispiel 3 minus 2, fangen wir bei 3 an und gehen dann nach links, 1, 2, 3, da landen wir hier. Oh, ich wollte natürlich eigentlich nur 2 abziehen, Entschuldigung. Also 1, 2. Dann landen wir hier bei der 1. Und das gleiche können wir auch machen, wenn wir uns im negativen Bereich befinden oder dann als Ergebnis im negativen Bereich des Zahlenstrahls landen. Zum Beispiel, wenn wir rechnen 1 minus 3. Dann fangen wir bei der 1 an und gehen auch ganz normal wieder nach links. Und zwar in dem Fall 3 Schritte. 1, 2, 3 und landen bei der minus 2. Denke ich nochmal als Wiederholung auch ganz wichtig, das Verhältnis von negativen Zahlen, also und dein Verständnis, minus 50 und minus 20, kannst du dir noch überlegen, was ist davon größer? Und das ist eben nicht, wie es auf den ersten Blick scheint. Die minus 50 ist tatsächlich kleiner. Ja, wenn du die minus 50 und die minus 20 auf einem Thermometer einzeichnen würdest, wenn hier die 0-Grad-Grenze ist im Winter, dann ist minus 50 ja auch viel kälter als minus 20. Das heißt, minus 50 ist kleiner. Ja, das Vorzeichen Minus heißt ja immer, dass da irgendwas fehlt oder was abgezogen wird oder was weniger ist. So, und jetzt machen wir einfach noch ein paar weitere Übungen. Malen wir auch nochmal einen Zahlenstrahl, relativ langen. So, okay, diesmal ist er einigermaßen gerade geworden, minus 10. Ich fange mal ganz hier unten an. Minus 10, minus 9, minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1 und 0. Und dann geht es rechts weiter ins Positive. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Okay, und was wollen wir rechnen? Vielleicht zuerst mal 5 minus 12. Also wenn du 5 minus 12 rechnest, fängst du ganz einfach bei 5 an und gehst dann 12 Schritte nach links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und landest bei der minus 7. Ja, ist, denke ich, noch ganz einfach und klar. Und jetzt ist die Frage, was machen wir denn, wenn wir hier eine negative Zahl abziehen wollen? Dazu will ich dir ganz kurz nochmal ans Herz legen, dass du unterscheiden musst zwischen dem Abziehen minus, also und dem Vorzeichen. Also diese minus 7, ja, das ist ja quasi eine Zahl 7 und die hat ein negatives Vorzeichen. Das heißt, okay, das ist auf der linken Seite der 0, kleiner als 0. Ein kleiner Zahlenstrahl und eine positive 7. So, das ist die negative 7. Und die positive 7, die ist hier irgendwo. Die positive 7, die schreibt man normalerweise auch einfach als 7.
Die schreibt man meistens als 7, so. Da spart man sich quasi das Plus, aber bei der negativen 7 muss man das Vorzeichen dazu schreiben. Also eigentlich könnte man auch hier überall schreiben, das ist plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 und so weiter. Und dieses Vorzeichen ist ganz wichtig, wenn wir jetzt negative Zahlen mit negativen Zahlen rechnen. Und damit wir wissen, dass das ein Vorzeichen ist, schreiben wir da jetzt auch noch eine Klammer drum. So, das könnten wir bei der plus 7 auch machen, nur da können wir es uns sparen. Da schreiben wir dann einfach nur die 7. So, und das machen wir jetzt mal. Und zwar wollen wir von einer 2, wollen wir die minus 3 abziehen. Also 2 minus minus 3. Und in so einem Fall, was man normalerweise immer als Regel sich merken kann, Minus und Minus heben sich auf und daraus wird ein Plus. Das heißt, wir können es auch umschreiben und schreiben 2 minus minus ist Plus, plus 3. Und 2 plus 3 ist 5. Dafür brauchen wir auch noch nicht mal unseren Zahlenstrahl. Also immer merken, Vorzeichen Minus und Minus heben sich auf. So, das machen wir. Da machen wir jetzt einfach noch ein paar weitere Übungen. Zum Beispiel minus 7 minus minus 2. Das schreiben wir jetzt wieder um. Minus und Minus heben sich auf. Also minus 7 können wir auch noch eine Klammer schreiben. Plus 2 ist, und das können wir jetzt, könnten wir auch schreiben wie vorher. Wir können also auch schreiben minus 7 plus 2. Das macht jetzt in dem Fall nichts, weil hier kein zweites Minus, kein sogenannter Operand vorne dran steht. Das heißt, minus 7 plus 2, minus 7 und nach rechts plus 2, was dann wieder ganz einfach ist, 5 oder eben ist minus 5. So. Gut, und das können wir jetzt noch beliebig oft wiederholen. Lass uns einfach noch weiter ein paar Übungen machen. So, ich scroll mal hier hoch und dann fangen wir mal wieder mit grün an. Also minus 7, minus 3, ganz einfach. Wir gehen von der 7, 3 Schritte nach links auf dem Zahlenstrahl, ne, vor unserem gedachten Zahlenstrahl und landen bei der minus 10. So, und 7 plus 3, nur um nochmal zu zeigen, dass wir nicht ein paar Übungen zu nehmen, die nicht immer nur im Negativen landen. Also 7 plus 3 ist auch von unserem gedachten Zahlenstrahl. Wir gehen von 7 los, 3 nach rechts, 7, 8, 9, 10 und haben als 10 als Ergebnis hier am Ende. So, jetzt wechsle ich mal die Farbe. So, 3 minus minus 3. So, da haben wir gesagt, das können wir umschreiben. Minus und Minus ist Plus. Also 3 plus 3. Das ist 6. Hättest du jetzt vielleicht nicht gedacht, hättest du vielleicht erwartet, aha, da kommt ja bestimmt was Negatives raus bei so vielen Zahlen. Aber immer aufpassen. Minus und Minus gibt Plus. Und in dem Fall bleibt dann auch wirklich nur ein positives Ergebnis übrig. Lass uns mal schauen, was machen wir als nächstes. 3 minus 3. Ja, so vom Zahlenstrahl. Ich mache mal hier vielleicht doch einen Zahlenstrahl auf die Seite. Dann haben wir immer eine gute Möglichkeit hier zu vergleichen. 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Also ich fange von 3 an, 3 und gehe 3 nach links. 1, 2, 3 lande ich bei der 0. So, was haben wir denn noch als Beispiel? Ja, jetzt machen wir mal minus 3, minus 3. Also auch ganz einfach, wir fangen bei der minus 3 an und gehen 3 nach links, weil wir hier 3 abziehen. Also 1, das ist jetzt nicht mehr auf dem Zahlenstrahl drauf, das können wir aber, denke ich, auch im Kopf machen. Also 1, 2, 3, da lande ich bei der minus 6. Und jetzt die nächste Steigerung davon ist jetzt noch die minus 3, minus, minus 3. So, zuerst mal umschreiben, bevor wir uns an den Zahlenstrahl machen. Minus 3, minus und minus ist plus, plus 3. So, was wird jetzt das? Also, wir fangen bei der minus 3 an und gehen jetzt nach rechts, plus 3.
1, 2, 3 und landen wieder bei der 0. Übrigens könnte ich ja minus 3 plus 3 kann ich ja auch andersrum schreiben. Ich könnte da ja auch schreiben 3 minus 3. Also ich kann die auch austauschen. Das ist gar kein Problem. Da landest du natürlich auch bei 0. Eine andere Art und Weise, wie man sich das veranschaulichen kann, ist, hier war eine minus 3 und hier war eine minus 3. Und ich habe jetzt die gleichen Zahlen voneinander abgezogen. Und es gibt natürlich immer 0, ja. Wenn ich 6 minus 6 rechne, ist es 0. Wenn ich 100 minus 100 rechne, ist es 0. Wenn ich minus 3 minus minus 3 rechne, ist es auch 0. Ja, macht eigentlich auch ganz viel Sinn. Gut, vielleicht haben wir noch ein paar Übungen. Was haben wir denn noch? Ich nehme mal hier noch den Platz. 12 minus 13. Das ist auch nicht mehr auf unserem Zahlenstall drauf, aber ganz einfach. Wir fangen bei 12 an und gehen nach 13 nach links. Dann kommen wir irgendwann bei der 0 vorbei und kommen bei der minus 1 an. Und was haben wir denn noch? Vielleicht noch 8 minus minus 5. Auch hier nochmal dran denken. Minus und Minus ist Plus, also umschreiben nicht vergessen. 8 plus 5 und 8 plus 5 ist 13. So, ich hoffe, das hat jetzt eine kurze, kleine, gute Übersicht gegeben, wie du negative Zahlen, wie du mit negativen Zahlen rechnen kommst. Also grundsätzlich ganz wichtig, immer wenn du eine negative Zahl hast, die du von einer anderen Zahl abziehen willst, denk dran, dass du da eine Klammer drum schreibst, dass du das als Vorzeichen auch wirklich reinschreibst und Minus ist immer Plus. Also am besten nimmst du dir wirklich die Zeit und löst es nochmal auf, schreibst es nochmal hin, machst zum Beispiel aus der 3 minus minus 3 eine 3 plus 3 und dann bin ich mir sicher, dass du immer das richtige Ergebnis rausbekommst. Viel Spaß dabei. Tschüss.